Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu diesem letzten Salon Philosophik in diesem Jahr. Wir haben uns das gesamte Jahr hindurch im Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit mit Atmosphären in besonderem Maße beschäftigt. Warum? Auf das werde ich gleich zu sprechen kommen. Und heute ist quasi der letzte Punkt, wo wir es nochmals miteinander vertiefen wollen. Für all jene, die es noch nicht wissen, es ist eine Veranstaltung des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit, gemeinsam mit dem Stiftungsfonds Erwin Ringel Institut. Erwin Ringel ist ja den etwas älteren Semestern unter uns durchaus noch geläufig. Bei den Jüngeren ist es nicht mehr ganz so eine sehr markante Persönlichkeit, der sich ganz speziell auch mit sozialästhetischen Themen auseinandergesetzt hat, obwohl er den Terminus Sozialästhetik nie verwendet hat. Aber es ist ihm ganz wesentlich darum gegangen, wie wir in der Gemeinschaft zusammenleben, wie wir Beziehungen leben, wie wir uns begegnen. Und das ist auch das Zentralthema letztlich der Sozialästhetik. Und wenn wir uns mit diesem zentralen Thema beschäftigen, dann kommen wir ganz unweigerlich zu dem Thema der Atmosphären. Denn jede unserer Begegnungen, all unsere Beziehungen, all das, was wir tun, geschieht immer in bestimmten Atmosphären. Oft sind sie uns nicht bewusst, oft sind sie uns bewusst, also wesentlich seltener sind sie uns bewusst, als sie uns nicht bewusst sind. Aber wir haben eine Situation hier, dass dieses, auch wenn wir es nicht wissen, dass diese Atmosphäre eine bestimmte Art und Weise hier annimmt, dass sie trotzdem Wirkung auf uns hat. Und das wird unser Thema heute sein. Atmosphären bewegen uns alle, ob wir wollen oder nicht. Und letztlich wird es darum gehen, zum Ersten sich damit zu beschäftigen, was überhaupt Atmosphären sind, was die Bedeutung des Wortes Atmosphäre ist, was auch die Etymologie ist, weil wir da auch schon ein bisschen mehr Gefühl dafür bekommen, was diese Atmosphären uns sagen können. Und wir werden uns auch etwas mit Definitionen beschäftigen, nicht allzu viel, denn das hilft uns in der Regel nicht allzu viel weiter. Womit wir uns aber sehr intensiv beschäftigen werden, ist mit der Phänomenologie. Also wie erleben wir diese Atmosphären? Und da sind wir auch bei dem Punkt, warum Atmosphären so ein zentrales Thema in der Sozialästhetik sind. Sozialästhetik ist ja die Wissenschaft des sinnlichen Erlebens unseres Gemeinschaftslebens. Und genau dieses sinnliche Erleben spielt eben bei Atmosphären eine so große Rolle. Sozialästhetik ist aber, wie ich es ja schon in anderen Vorträgen gesagt habe, nicht nur ein Wissenschaftsfeld, also ein Bereich, wo man Forschung betreiben kann, sondern auch eine Wissenschaftsmethodik. Eine ganz spezielle, auf die werde ich heute nicht nochmals eingehen, aber sie gibt uns die Möglichkeit, uns eben mit Phänomenen wie Atmosphären auseinanderzusetzen, weil mit naturwissenschaftlichen Methoden können wir hier nicht sehr weit kommen, weil es eben um sinnliche Erlebnisse geht. Und deshalb gibt es übrigens auch so wenig naturwissenschaftliche Studien zu den Atmosphären. Wir werden uns schon mit der Neurophysiologie ganz kurz auch im Rahmen dieses heutigen Salons beschäftigen. Und zuletzt werden wir dann der sozialästhetischen Perspektiven der Atmosphären im Speziellen landen. Das wird so sein, was uns jetzt in der nächsten Stunde beschäftigen wird. Aber wie gesagt, es ist eine Veranstaltung heute, die in einer Reihe von Veranstaltungen sich hier als letzte darstellt. Und zwar die erste war unser Symposium, unser Jahressymposium, dass wir Begegnungen und Atmosphären gewidmet haben. Manche von Ihnen, von euch waren dabei, andere nicht. Daher werde ich auch einiges wiederholen, was wir dort schon diskutiert haben. Wir haben dann jetzt im Oktober ein großes Symposium gehabt in Berlin, in der österreichischen Botschaft in Berlin. Auch zum Thema Atmosphären. Atmosphären bewegen Welten. Dort haben wir uns vorzugsweise auch damit beschäftigt, welche Auswirkungen eben solche Atmosphären haben können. Und jetzt, heute, wollen wir das nochmals vertiefen und dann auch miteinander gemeinsam besprechen.
Nun, wenn wir uns gleich mit der Bedeutung auseinandersetzen, dann haben wir zwei Begriffe, die sich überschneiden, die aber zum Teil auch sehr unterschiedlich verwendet werden. Das ist auf der einen Seite der Begriff Atmosphäre und auf der anderen Seite der Begriff Aura. Für manche ist das das Gleiche, für andere nicht. Die einen sagen, Atmosphären sind nur Situationen oder große Gesellschaftsbereiche betreffende Erlebnisse und Sinnesempfindungen. Aura ist auf den Einzelmenschen bezogen, also ein Mensch hat eine Aura, eine Situation hat eine Atmosphäre, so die langläufige Definition. Wenn wir uns in der Philosophie und in der Ästhetik damit beschäftigen, wird dieser Begriff in der Regel synonym verwendet, obwohl sie sehr unterschiedlicher Herkunft sind. Aura ist übersetzt nichts anderes als Lufthauch. Das ist übrigens auch die Atmosphäre relativ ähnlich, aber es gibt auch eine griechische Göttin der Aura. Es gibt keine griechische Göttin der Atmosphäre, aber es gibt eine der Aura und die ist die der Morgenbrise. Und da sind wir schon bei etwas sehr, sehr Wesentlichem. Jeder weiß, was eine Morgenbrise ist, aber es ist unglaublich schwer zu definieren, was es eigentlich wirklich ist. Jeder hat schon einmal gespürt, so eine Morgenbrise. Und wir wissen auch, dass diese Morgenbrisen uns durchaus Möglichkeiten eröffnen, beziehungsweise, wenn sie in die falsche Richtung gehen, auch verschließen. In der Neurologie verwenden wir diesen Ausdruck auch als eine Art Vorgefühl. Also gerade bei epileptischen Anfällen oder auch bei der Migräne sprechen wir von Aura. Da merken die Patienten und Patientinnen, dass jetzt auf sie etwas zukommt, dass das eigenartig verändert ist. Auch da spüren sie etwas, ohne es aber eigentlich dingfest machen zu können. Und wenn das eben mehrfach passiert ist, dann wissen sie, jetzt wird es auch wieder einmal so weit sein, dass ein Migräneanfall oder ein epileptischer Anfall stattfindet. Es ist außerdem auch ein weiblicher Vorname. Bei den Atmosphären, wenn wir jetzt ins digitale Wörterbuch der deutschen Sprache hineinschauen, gibt es mehrere Bedeutungen. Einerseits die Lufthülle, Dunstkreis, also die Atmosphäre, die uns einfach umgibt hier in der Welt, aber eben auch die Sphäre, in der wir leben, die Stimmung, die wir erleben oder das Klima, wobei Klima jetzt nicht im Sinne der Klimakrise zu verstehen ist, sondern das Klima, das zum Beispiel in einer Beziehung herrscht. Dieses ist hier vorzugsweise gemeint. Aber eben auch das Milieu, in dem wir leben und in der Technik wird es dann auch noch als Maßeinheit für den Druck verwendet. Wenn wir das also jetzt zusammenfassen, dann können wir zwei große Bereiche der Atmosphäre und der Aura quasi dingfest machen. Auf der einen Seite den, der etwas mit unserer Welt zu tun hat, in der wir atmen, also diese physikalische Atmosphäre würde ich sie bezeichnen. Und auf der anderen Seite diese besondere Gestimmtheit eines Ortes oder einer erlebbaren Situation. Wir werden uns mit dem ersten Teil gar nicht beschäftigen, da verstehe ich auch viel zu wenig davon in der Physik, als dass ich da irgendetwas darüber sagen könnte. Wir werden uns nur mit diesem zweiten Begriffsbereich auseinandersetzen, nämlich dieser eigenartigen Gestimmtheit von Räumen, von Erlebnissen, von Situationen, auch von Begegnungen, von Beziehungen. Das wird unser Thema sein und wir werden uns die Frage stellen müssen, ist das jetzt einfach eine subjektive Stimmung, die wir da erleben, also irgendetwas, was in uns halt einfach passiert, oder hat das etwas mit dem Objekt zu tun, objektiv jetzt nicht im Sinne dessen, das über dem Subjekt steht, sondern einfach das außerhalb ist, also hat das etwas mit dem Raum zu tun oder nicht. Und ich habe zwei Fragezeichen gemacht, denn diese Frage, wie wir gleich sehen werden, ist überhaupt nicht einfach zu beantworten. Denn diese Atmosphäre, und da zitiere ich gleich einen der ganz wesentlichsten Forscher auf diesem Gebiet, Gernot Böhme. Gernot Böhme, ein deutscher Philosoph, der leider viel zu früh verstorben ist, erst vor relativ kurzer Zeit verstorben ist, der sich ganz speziell mit dieser Thematik beschäftigt hat, auch mit der Ästhetik besonders beschäftigt hat und auch als erster eigentlich darauf hingewiesen hat, dass die Atmosphäre das zentrale Thema auch der Ästhetik insgesamt ist, nicht nur der Sozialästhetik. Und er schreibt in dem Buch Atmosphäre, 1995 erschienen, wunderbares Büchlein, das ich nur jedem ans Herz legen kann, der sich damit beschäftigen möchte. Atmosphäre ist etwas Unbestimmtes, schwer Sagbares
Und wir geraten in eine gewisse Sprachlosigkeit hinein, wenn wir über Atmosphären sprechen. Es ist wahnsinnig schwer, das zu definieren. Aber es ist etwas, was zusätzlich in einer Situation ist, wo wir wissen, es ist nicht nur die Situation selbst, sondern es ist das, was wir so rundum spüren. Ja, eben das, was man am besten wahrscheinlich als Aura bezeichnen kann. Es ist aber genau das sinnliche Erleben, das uns eigentlich bewegt, und deshalb meint er auch, dass es das Eigentliche ist einer Situation. Walter Benjamin hat gemeint, dass Situationen atmen, also dass sie letztlich auch lebendig sind, zumindest in Bewegung sind. Und Böhme schreibt, dass eine Aura offenbar etwas räumlich Ergossenes ist, so etwas wie ein Hauch oder ein Dunst, aber eben schwer greifbar ist. Also da sehen wir schon zwei Dinge. Das eine ist, dass Gernot Böhme durchaus Atmosphäre und Aura gleichsetzt. Also er gehört zu jenen, die keinen Unterschied zwischen Aura und Atmosphäre machen. Und auf der anderen Seite, dass er es durchaus als etwas sieht, das schon auch im Objekt sich befindet. Also nicht nur etwas, was wir uns quasi selbst schaffen, sondern etwas, was im Objekt auch vorhanden ist. Und ich habe Ihnen hier einen Maler mitgebracht. Es ist natürlich mit der Projektion nicht ganz so leicht, aber wenn Sie sich auf das Zentrum dieses Bildes konzentrieren, dann sollte es eigentlich sein, dass dieses Bild etwas bewegter wird. Also schauen Sie immer nur ins Zentrum, und mit der Zeit sollte es ein bisschen wolkig werden. Der Maler heißt Kunitzberger und er malt eben Atmosphären. Und deshalb habe ich es auch hier mitgebracht. Sie sind in dieser Größe ungefähr, diese Bilder, zum Teil noch etwas größer, die er dann unterschiedlich beleuchtet und die dann ganz unterschiedliche Farbspiele auch ergeben. Manche werden meinen, das hat sowas mit Mark Rothko zu tun, das stimmt schon, aber Mark Rothko hat letztlich ganz einen anderen Hintergrund gehabt, aber da kann unser Künstler sicher dann viel mehr in der Diskussion noch beitragen, als ich zu Mark Rothko sagen kann. Aber Sie sehen, es ist etwas Wolkiges, es ist etwas, was schwer fassbar ist, was aber durchaus unterschiedlich ist, wenn wir uns ein anderes Bild von ihm anschauen. Wenn Sie jetzt wieder auf das Zentrum schauen, auch da sollte das Ganze dann leicht in Bewegung geraten und wolkig sein. Er malt in verschiedenen Schichten, die ganz fein sind und die dann durchscheinen. Also er sagt so 20, 25 Schichten, die er hier aufträgt, und so kommt es dann zu diesen Effekten. Also des schwer Fassbaren, trotzdem ist es was anderes als das, was wir vorher erlebt haben, denke ich. Das kann man sehr deutlich daran sehen. Das nur so als ein Beispiel von Atmosphären, wie schwer es definitorisch fassbar ist. Aber es ist offensichtlich etwas, wo wir auf der einen Seite mit etwas konfrontiert sind, das außen vor ist für uns, gleichzeitig, wo wir aber etwas in besonderer Art und Weise erleben. Und das ist es, was Gernot Böhme hier mit diesem Zitat, das ich hier mitgebracht habe, ausdrücken möchte. Die Atmosphäre ist die gemeinsame Wirklichkeit des Wahrnehmenden und des Wahrgenommenen. Es ist also dieses Wechselspiel zwischen einem Raum, einer bestimmten Situation, einem bestimmten Menschen mit mir selbst und mit dem, was ich letztlich sinnlich erlebe. Und wenn wir jetzt über Wahrnehmung sprechen, dann müssen wir nochmals einen kurzen Ausflug in die Wahrnehmungspsychologie machen. Damit werde ich Sie jetzt nicht zu sehr belasten. Wir haben das übrigens auch schon in einem früheren Salon durchaus hier diskutiert. Aber nur, um es nochmals in Erinnerung zu rufen, Wahrnehmen ist kein Abbildungsprozess. Es ist also nicht das, was wir so üblicherweise glauben. Also wenn ich Sie jetzt anschaue, dann glaube ich, dass ich Sie sehe. Ja, oder wenn Sie mich anschauen, glauben Sie auch, dass Sie mich sehen, was aber natürlich gar nicht stimmt, sondern das, was Sie machen, ist, Sie machen sich ein Bild von mir, das mit mir vielleicht was zu tun hat, vielleicht hat das auch gar nichts mit mir zu tun, vielleicht hat es ein bisschen was zu tun, ein bisschen mehr zu tun, was auch immer. Aber in jedem Fall ist es nicht das, was Sie sehen, wer ich bin. Also das kann sicher nicht. Also wir machen uns immer ein Bild von der Welt, und je nachdem, wie wir auf diese Welt zugehen, wie wir auch an ihr teilnehmen, wie wir an ihr teilhaben, werden wir unterschiedliche Bilder letztlich produzieren. Das heißt, das ist genau das, was eben hier Gernot Böhme mit diesem Wahrnehmen auch gemeint hat. Hier ein klassisches
Beispiel dafür, dass wir eben nicht das sehen, was dort ist, sondern dass wir uns ein Bild davon machen. Also der rechte Kreis, der gelbe, sollte für Sie größer sein als der linke. Wenn das nicht so ist, macht es auch nicht allzu viel aus, dann melden Sie sich nachher bei mir. Dann haben Sie nämlich eine Läsion in diesem Hirnareal. Da funktioniert das einfach nicht so richtig. Ist aber nichts unbedingt Tragisches. Sie müssen nicht sofort an einen Tumor oder etwas Ähnliches denken. Aber es gibt eine Fülle von solchen Phänomenen. Das, was ich Ihnen gezeigt habe, ist das sogenannte Ebbinghaus-Phänomen. Es gibt auch ein Bonzo-Phänomen. Also die hintere Kugel sollte eigentlich für Sie etwas größer sein, weil das besser aufgelöst ist, dann wird es auch noch etwas deutlicher. Ich möchte auch gar nicht so sehr auf diese einzelnen Experimente eingehen, sondern einfach nur nochmals in Erinnerung rufen, dass wenn wir also über Wahrnehmen sprechen, wir immer auch über einen Konstruktionsprozess, also über einen Schaffensprozess von uns selbst sprechen. Es ist einfach nie ein reiner Abbildungsprozess. Das heißt, wenn wir über Wahrnehmung sprechen, dann haben wir immer auf der einen Seite ein Gegebenes, also etwas, was außen vor ist, und das, was ich mache. Und das rein Gemachte, also etwas zu machen als Mensch, ohne dass wir einen Bezug nehmen auf irgendetwas Gegebenes, ist eine reine Fiktion. Deshalb habe ich das auch hier strichliert gezeigt. Umgekehrt, das Gegebene wirklich so zu nehmen, wie es auch Gegebenes ist, ist auch eine reine Fiktion. Ja, und wir bewegen uns auf diesem Kontinuum zwischen dem Gegebenen und dem Gemachten. Einmal ein bisschen mehr beim Gegebenen. Da wären wir bei der sogenannten Epoche. Das ist eine Vorgangsweise, die Husserl uns vorgeschlagen hat, der Begründer der Phänomenologie, wo er gesagt hat, wir müssen uns völlig frei machen von all unseren Vorerfahrungen, von all unseren Konstrukten und Begriffen und einfach das Phänomen auf uns wirken lassen. Ja, da wären wir ganz nahe beim Gegebenen, aber natürlich können wir uns nie ganz frei machen. Auf der anderen Seite, bei Träumen oder Fantasien, die also mit dem Gegebenen praktisch nichts zu tun haben, also wenn ich jetzt zum Beispiel fantasiere, dass ich irgendwo am Strand mich befinde, es schön warm ist und ein Sonnenuntergang ist, was übrigens durchaus fesch wäre, wenn das so wäre, dann bin ich fernab der beobachtbaren Realität, weil sie werden da hinausschauen und sagen, naja, also wirklich viel mehr ist nicht da und den Sonnenuntergang sehe ich auch keinen. Also dann bin ich ganz auf der Seite des Gemachten. Und bei der Wahrnehmung sind wir so ungefähr in der Mitte drinnen. Das heißt, wenn wir über Wahrnehmung von Atmosphären sprechen, dann sind wir immer in dieser Situation, dass wir etwas Gegebenes haben, etwas auf uns wirkt, gleichzeitig wir aber aus dem, was aus uns wirkt, etwas machen. Und diese Mischung, die nennen wir dann letztlich Sinneswahrnehmung. Und wir haben zu unterscheiden zwischen Sinneswahrnehmung und sinnlicher Wahrnehmung, was der Unterschied ist, auf das werde ich gleich zu sprechen kommen. Die allermeisten von Ihnen werden es natürlich wissen. Aber Sinneswahrnehmungen haben natürlich etwas mit den einzelnen Sinnesempfindungsbereichen zu tun. Und Sie alle wissen, wir können etwas sehen, wir können etwas hören, wir können etwas fühlen, wir können etwas auch im Körperinneren fühlen, das sind diese synästhetischen Sinnesempfindungen. Wir können etwas schmecken und wir können etwas riechen. Das ist es mehr oder weniger, was wir so zusammenbringen als Menschen, das sind unsere Sinnesempfindungen. Und die spielen jetzt alle bei Atmosphären eine ganz wesentliche Rolle. Denn, um es auch gleich noch vorwegzunehmen, Atmosphären erleben ist immer ein hochkomplexer Prozess. Ist also nichts, was so leicht reduktionistisch zu erklären wäre, sondern es ist ein sehr komplexer Prozess, wo aber natürlich die optischen Empfindungen eine große Rolle spielen. Also wenn Sie jetzt hier diese Situation sehen, übrigens die, die ich mir gerade erträumt habe, gar kein Zufall gewesen, das ist übrigens in Kampanien, so schaut es dort auch wirklich in der Tat aus, ist ein Urlaubsfoto. Und diese Atmosphäre, die ich Ihnen da zuerst gezeigt habe, also hier, diese Atmosphäre und diese ist nicht die gleiche, denke ich. Da sehen Sie, nicht? Da fühlen Sie, das eine ist etwas, wo man sich gerne aufhalten möchte. Hier möglicherweise würden sich nur gern wenige
aufhalten. Manche müssen sich da aufhalten. Das ist der Eingang in die Psychiatrie im AKH, wo es auch eine spezielle Atmosphäre ist. Ne? Das stellen Sie sich vor, Sie sind jetzt in einem akuten Angstzustand, einer psychotischen Angst, und dann sagt jemand, es wird Ihnen sicher geholfen, kommen Sie mit mir mit, und dann kommen Sie zu diesem Tor. Ja? Also, jeder, der das schafft, der da durchgeht, großartig, eine unglaubliche Leistung, für einen Depressiven wahrscheinlich noch viel schwieriger. Drinnen schaut es dann ein bisschen besser aus, ist ein bisschen färbiger, ist ein bisschen schöner. Man darf nur nicht aus dem Fenster rausschauen, denn dann sehen Sie das. Und Sie sehen also, auch das ist eine Atmosphäre, die nicht wirklich herzöffnend ist. Das ist leider die Situation. Entschuldigung, bin wieder da zurückgekommen. So, jetzt bin ich. Das ist das Anton Brocksch-Institut, das schaut schon ein bisschen freundlicher aus. Ob es immer drinnen freundlicher ist oder nicht, das möchte ich jetzt dahingestellt lassen. Aber Sie sehen schon, es ist schon eine andere Atmosphäre letztlich, wobei das nur der Neubau ist, den Altbau, der jetzt da abgerissen wird, den habe ich gar nicht mehr gezeigt, weil da wäre es wahrscheinlich ähnlich gewesen wie beim AKH. Jetzt versuche ich das. Ja, das ist ein bisschen nicht so einfach. Das ist mein Lieblingskrankenhaus, von den Atmosphären her, nicht, dass ich dort jemals gearbeitet hätte. Das ist das Westminster, Chelsea and Westminster Hospital in London. Und das ist ein Krankenhaus, das von einem Menschen gebaut worden ist, der üblicherweise keine Krankenhäuser baut, sondern Kunsthotels baut. Und genauso ist auch dieses Krankenhaus letztlich gemacht worden. Hier sieht man, wie es innen ausschaut. Der Eingang ist auch nicht gerade sehr anheimelnd, aber drinnen ist es wunderbar letztlich. Und ich habe dort mit Dermatologen sehr eng zusammengearbeitet und die haben eine Studie gemacht über die Aufenthaltsdauern und die Recovery Rates von schwerkranken dermatologischen, also dermatologisch schwerkranken Patienten, und haben die verglichen mit anderen Spitälern und sind darauf gekommen, dass sie signifikant bessere Resultate in diesem Spital gehabt haben bei gleichen Patientengruppen. Also das ist schon sehr eindrucksvoll. Also da sieht man, was letztlich Atmosphären schon auch bewirken können. Wo wir es auch heute schon genau wissen, ist auf Intensivstationen. All die, die schon ein bisschen länger auf der Welt sind, die können sich noch erinnern, dass dort alle in Orange herumgelaufen sind. Wir wissen, dass die Farbe Orange eine sehr aggressive Farbe ist, die den Sympathikotonus letztlich hebt. Und das ist das Allerschlechteste auf einer Intensivstation. Und jetzt hat man neue Gewänder in Blau bzw. Grün und kann damit hier wirklich auch viel bessere Therapieerfolge zeitigen. Da gibt es auch schöne Studien dazu, auf die ich jetzt nicht im Einzelnen eingehe. Hier sehen Sie noch einmal, wie dieses Krankenhaus im Drinnen ausschaut. Einfach nur, um Ihnen ein Gefühl zu geben, dass im optischen Bereich einfach wir sehr rasch Unterschiede in Atmosphären wahrnehmen können. Ich denke, Sie haben das alles auch sehr schön sehen können. Das gilt nicht nur jetzt für Atmosphären, für große Situationen oder Räume, sondern natürlich auch für Menschen. Hier sehen Sie einmal die gleiche Frau zur gleichen Zeit übrigens, einmal bemalt und einmal unbemalt. Und das ist durchaus ein großer Unterschied, wobei ich nehme an, dass für die allermeisten, die rechts von Ihnen sehen, ob die jetzt schöner ist oder nicht, auf das möchte ich jetzt nicht eingehen, sondern sie schaut ein bisschen jünger aus und ein bisschen gesünder aus. Ja. Das ist aber nicht, weil sie bemalt ist, sondern weil das Bild auf der rechten Seite zwei Merkmale hat, auf die wir immer wieder zurückkommen werden, nämlich es hat mehr Rottöne drin in das Bild, während wir hier ein blaustichiges Bild haben. Und blaustichig bedeutet immer älter sein, bedeutet immer krank ausschauen. Ja. Jetzt gehen Sie mal in ein Spital und Sie werden leider merken, fast alle Spitäler haben blaustichige Lichter. Ja, da schauen natürlich alle gut, nicht wirklich gesund aus. Das ist auch nicht sehr gescheit, dass man das in dieser Art und Weise macht. Und das Zweite ist, der eine lächelt und der andere lächelt nicht. Und auf das werden wir dann noch zu sprechen kommen. Wir können also sehr rasch Atmosphären verändern, auch mit unserer Mimik. Also es ist nicht nur die Bemalung oder Nichtbemalung, was man so am ersten Blick vermeinen würde, sondern es sind ganz andere Faktoren. Hier sehen Sie auch einen Herrn, der
nicht genauso ausschaut wie der hier. Wobei man sagen muss, dass in der Sowjetunion, oder jetzt muss man ja Russland dazu sagen, also ich werde immer verbessert, wenn ich sage irgendwas von der Sowjetunion, weil ich ein ewig Gestriger bin. Aber gut, wie auch immer, da ist dieser Mann eine Persona non grata, während der andere durchaus für viele eine Persona gratissima ist. Hier im Westen ist das ein bisschen anders. Aber auch hier sehen Sie, natürlich sind die Gesichtszüge anders. Übrigens, dieses Bild ist gemacht worden nach einer UNO-Hauptversammlung. Der Fotograf namens Platon, das ist sein Künstlername, hat nach der UNO-Hauptversammlung alle Staatsmänner und Staatsfrauen einfach fotografiert und er hat ein relativ einfaches Prinzip gehabt, hat einen Sessel gehabt und hat gesagt, setzen Sie sich da drauf und schauen Sie so freundlich wie möglich drein. Ja. Dann ist dieses Bild zustande gekommen. Aber Sie wissen es natürlich schon, es ist nicht nur der Gesichtsausdruck, sondern wir haben hier einmal ein blaustichiges Bild, wir haben hier ein eher rotstichiges Bild, wir haben hier ein leichtes Lächeln, wir haben da, sagen wir mal, bestenfalls ein eisiges Lächeln, wenn es überhaupt ein Lächeln ist. Und das macht unterschiedliche Atmosphären und Auren aus. Also da sind wir jetzt einmal beim optischen Bereich, aber es sind nicht nur der optische Bereich, der eine Rolle spielt, sondern es ist auch der akustische Bereich, der eine ganz große Rolle spielt. Auf der einen Seite natürlich das, was wir als akustische Umweltverschmutzung kennen. Also das kennen wir in der Stadt hier sehr gut. Ne? Da braucht man nur ein bisschen auf und ab gehen. Und die alte Lärmbelästigungen, denen man da ausgesetzt ist, seien es jetzt von Baustellen, seien es von der Tramway, sei es von Autos, Hupende oder was auch immer. Das ist natürlich etwas, was eine bestimmte Atmosphäre natürlich macht. Es gibt aber auch diese Umweltverschmutzung, die eigentlich als eine Verschönerung gedacht ist. Also wenn Sie in ein Kaufhaus hineingehen, da diese eigenartige, also man sagt Musik dazu, aber es sind ja nur eine Ansammlung von Tönen hintereinander, also von Musik kann man ja da in der Regel nicht sprechen. Dieses Eigenartige, da in einen Trauszustand kommen, so, da kauft man vielleicht etwas mehr ein, aber letztlich macht es eine ganz bestimmte Atmosphäre auch mit uns. Aber es gibt natürlich auch Umweltverschönerungen, also wo man ganz wesentlich positive Atmosphären oder auch bestimmte Gefühle in besonderer Art und Weise wirklich schaffen kann. Denken Sie an ein schönes Abendessen, wo Sie dann eine leise Musik im Hintergrund haben, möglichst eine romantische Musik, ne? Dann hat das eine ganz andere Atmosphäre, als wenn eine Hardrock-Band spielt. Und kann auch sehr schön sein, aber hat nicht den gleichen Effekt einfach. Nicht? Das ist eine andere Situation. Und dort, wo wir es besonders deutlich sehen, ist natürlich im Film. Da werden Atmosphären ja unmittelbar geschaffen und der Großmeister der Atmosphären, das muss man einfach sagen, und aus meiner Sicht ein unerreichter Großmeister war Hitchcock, der es geschafft hat, mit minimalst Aufwand unglaubliche Stimmungen zu erzeugen. Nicht? Also jeder, der von Ihnen die Vögel gesehen hat, weiß, also da sitzt man drin gebannt. Es ist nichts anderes, als dass die Musik aufhört und zwei weiße Vögel sich da hinsetzen und man ist völlig aus dem Häusl, was jetzt da passieren wird. Ja. Also da wirklich eine Großtat letztlich an Atmosphären schaffen. Übrigens, auch wir haben unser Wissen zum Teil eben von Regisseuren bzw. von Schauspielern auch hier akquiriert bei Atmosphären, weil die natürlich tagtäglich Atmosphären schaffen müssen, nämlich in einen Raum, der eigentlich die Atmosphäre, die sie schaffen müssen, nicht von sich aus hat. Also daher wissen wir auch, dass wir solche Atmosphären letztlich erzeugen können. Es spielen aber auch die taktilen Empfindungen eine ganz große Rolle bei den Atmosphären. Wenn Sie diesen Hörsaal anschauen, dann geht es jetzt hier nicht nur darum, dass da einfach viele Menschen drinnen sitzen, aber wenn Sie genauer schauen, dann sind das lauter Plastiksessel, das ist übrigens der Hörsaal der medizinischen Fakultät im AKH. Und wenn Sie da eine Stunde drauf sitzen, dann ist die Chance, dass Sie nicht einen nassen Po haben, wirklich null. Ja, es fängt jeder da irgendwann einmal zum Schwitzen an, da auf diesen Plastiksessel. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm, unabhängig davon, dass man eng da hineingepfercht ist, aber gut, wie auch immer. Also diese taktilen Phänomene spielen eine große Rolle. Es ist schon ein Unterschied, als wenn man auf echtem Holz sitzt. Das ist übrigens auch ein Hörsaal aus dem alten AKH.
oder wenn man in bequemen Sesseln drin sitzt, das ist der Festsaal der Gesellschaft der Ärzte, ein besonderer Saal für mich, weil ich dort mein Habilitationskolloquium abgelegt habe und auch meine Antrittsvorlesung für den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Sigmund-Freud-Universität. Also das ist schon eine andere Situation, wo man dort sitzt, als in denen davor. Und meinen Lieblingshörsaal zeige ich Ihnen hier, in südlichen Kampagnen, ein Hörsaal mitten in einem Pinienhain. Da ist der Katheder vorne und dann hinten so sind die Bänke, wo die Studierenden sitzen. Und da sehen Sie schon, dass dieses haptische Gefühl ein durchaus anderes ist. Es spielen aber auch Zönästhesien eine Rolle und damit haben wir uns eigentlich am Anfang noch am wenigsten beschäftigt, aber sie spielen eine gar nicht unerhebliche Rolle. Das sind also diese Empfindungen im Körperinneren. Also wir können ja auf der Haut etwas empfinden, beziehungsweise auch im Körperinneren empfinden. Und Sie kennen das natürlich nicht, weil niemand von Ihnen hat jemals Prüfungsangst gehabt, aber es gibt Menschen, die Prüfungsangst haben und die massive Prüfungsangst haben und da zieht sich alles im Körper zusammen. Und natürlich hat dieser Raum und diese Situation dann eine ganz andere Atmosphäre als für den Prüfer, der hoffentlich nicht in der gleichen Situation wie der Prüfling ist. Wobei bei manchen, ja, na gut, also möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Also da spüren wir das im Inneren und dann natürlich auch im positiven Bereich, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat, ne, im Zustand der Verliebtheit, auch da spürt man das ja ganz deutlich und unmittelbar. Und jeder, der so etwas schon einmal erlebt hat, weiß, dass die Gesamtsituation und die Gesamtatmosphäre sich unglaublich verändert. Also da ist die Welt einfach anders und nicht so, wie sie vorher gewesen ist. Die gustatorischen Empfindungen spielen auch mit eine Rolle, aber eine relativ untergeordnete. Hier vor allem eigentlich, also gustatorisch nur zur Erinnerung, Entschuldigung, falsche Richtung. Nur zur Erinnerung, wir haben ja nur relativ wenig Möglichkeiten, gustatorisch zu unterscheiden. Also wir können süß, sauer, bitter, salzig, fettig und Umami unterscheiden. Umami, das ist so eine Art Fleischgeschmack. Also jeder, der schon mit Magie in die Suppe hineingegeben hat, der weiß, das ist Umami. Das ist, was man da hineintut. Das schmeckt man, das wissen wir deshalb, weil wenn das Riechen ausfällt oder wenn das Riechsystem gestört ist, übrigens jetzt bei Corona leider relativ häufig auch anzutreffen gewesen, dann bleiben diese gustatorischen Aktivitäten und Empfindungen bleiben bestehen und deshalb wissen wir, dass das läuft auch in ein anderes Nervensystem. Da spielt eigentlich bei den Atmosphären fast nur das Gefühl des Bitteren eine Rolle, was übrigens damit zusammenhängt, dass wenn wir in eine gefährliche Situation kommen, wir üblicherweise mit Mundtrockenheit reagieren und wenn wir einen trockenen Mund haben, dann spüren wir das als bitter und das macht auch schon mit eine Atmosphäre auch außen aus. Sonst spielen die eine weniger große Rolle, ganz eine wesentliche Rolle spielen aber die olfaktorischen Empfindungen an Atmosphären. Sie alle wissen, wenn Sie in einen Raum hineingehen, der einfach übel riecht, dann kann das noch so nett sein und noch so schön sein, da wird einfach nichts draus. Leider ist das manchmal bei Pflegeheimen der Fall, die dann schon eine ganz spezielle Atmosphäre haben und wo dann auch die Menschen sich in ganz bestimmter Art und Weise natürlich auch verhalten und dementsprechend auch getrieben sind von dieser Atmosphäre. Auch bei Spitälern ist das manchmal, sagen wir mal, durchaus verbesserungsfähig und entwicklungsfähig. Also olfaktorische Empfindungen sind ganz zentral. Wir werden, wenn wir uns mit der Neurophysiologie ganz kurz beschäftigen werden, auf dieses Problem nochmals zurückkommen. Das heißt also, wenn wir uns jetzt mit dem Sinnesleben, und das ist ja eigentlich unser Ausgangspunkt, mit der Wahrnehmung von Atmosphären auseinandersetzen, dann sehen Sie schon, dass das ein exorbitant komplexes Phänomen ist. Denn es ist natürlich nicht so, dass wir nur sehen oder nur hören oder nur taktil etwas spüren, sondern es ist immer eine Kombination davon. Und damit ist es natürlich auch sehr, sehr schwer, das auch in empirischen Studien letztlich zu untersuchen. Es ist aber nicht nur so, dass wir etwas quasi über diese Sinnesempfindungen wahrnehmen, sondern wir reagieren auch ganz als Ganzes leiblich auf diese Umgebung. Da bin ich wieder bei Gernot Böhme. Das heißt, es ist nicht nur die Sinneswahrnehmung, über die wir sprechen, sondern wir reagieren auch immer emotional.
Es ist nicht so, dass wir etwas quasi nur wahrnehmen, so quasi objektiv wahrnehmen, sondern wir reagieren immer emotional mit. Das ist auch neurophysiologisch ganz gut erklärbar. Das heißt, jede Sinneswahrnehmung ist auch eine sinnliche Wahrnehmung. Und die beiden sind in einer Wechselwirkung. Wenn wir so das jetzt zusammenfassen, dann können wir Atmosphären wahrnehmen in einer sehr komplexen Art und Weise. Wir können sie aber auch selbst produzieren. Und die allermeisten, indem sie sie wahrnehmen, produzieren sie sie auch mit. Ja, denken Sie nur daran, Sie kommen in eine Situation, die für Sie bedrohlich ist, eine Atmosphäre, die als bedrohlich erlebt wird, die vielleicht auch nicht wirklich angenehm im Geruch ist, und Sie verziehen das Gesicht dementsprechend, der andere sieht das, und damit tragen Sie natürlich zu dieser Gesamtatmosphäre schon bei. Die allerwenigsten lächeln in einer solchen Situation, um das Ganze eben zu entschärfen. Und wir können eben diese Atmosphären auch kultivieren. Also wir können sie nicht nur schaffen, sondern wir können auch sie so weit verbessern, dass sie eben zu einem sehr angenehmen Erlebnissen werden. Und das spielt zum Beispiel aus meiner Sicht bei Spitälern im Eingangsbereich eine ganz große Rolle. Dort wird Grundstein gelegt, was hinten noch dann passiert, welche Aggressionen damit hereingetragen werden, welche Ängste mit hereingetragen werden. Und wenn man hier den Eingangsbereich so gestaltet, dass man aufgenommen wird und dass man in eine halbwegs angenehme, vor allem eine sicherheitsgebende Atmosphäre kommt, dann hat man es einfach hinten auch als Arzt wesentlich leichter, mit diesen Patienten umzugehen, als wenn da jetzt schon völlig verunsichert hereinkommen, aggressiv sind, weil sie schon irgendwo sich verloren haben im AKH, in diesem großen Raum da vorne, nicht, wo man da hineinkommt. Das ist ja wirklich eine wirklich nicht einfache Situation für einen kranken Menschen, sich da zurechtzufinden. Also wir können sie auch kultivieren. Goethe, wie immer, hat es auf den Punkt gebracht mit insgesamt ein ganz wenigen Worten, nämlich insgesamt 6 nur. Er hat gesagt, der Mensch ist zum Sehen geboren und zum Schauen bestellt. Das heißt, sehen können wir alle, aber etwas zu erschauen, das können wir kultivieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Hören und das Gleiche gilt für das Fühlen, für das Riechen etc. Also wir sind fähig als Menschen, etwas zu kultivieren. Viel mehr möchte ich über die Bedeutung und Etymologie und Definition nicht sagen. Wir kommen gleich zur Phänomenologie, wobei wir ja schon einen Teil hier vorweg genommen haben. Aber nochmals, Atmosphären sind immer hochkomplexe Phänomene. Und wir dürfen es uns nicht so einfach machen, dass wir es einfach nur auf die Blaustichigkeit oder auf die Rotstichigkeit oder auf einen bestimmten Geruch reduzieren, sondern es ist immer ein Gesamterlebnis, mit dem wir hier konfrontiert sind. Und dieses Gesamterlebnis hat jetzt verschiedene Bereiche, die hier Einfluss nehmen. Zum einen natürlich sind es Orte und bestimmte Zeiten, die eine Rolle spielen, aber auch die Gesamtsituation, eine Prüfungssituation zum Beispiel, macht eine andere Atmosphäre, als wenn Sie mit jemandem ein schönes Abendessen verbringen. Ja, das sind einfach zwei ganz unterschiedliche Atmosphären. Es spielen natürlich die Beziehungen eine sehr große Rolle. Wir wissen, dass im gleichen Spital bei Teams, die sich gut verstehen, die Atmosphäre auf der Station eine ganz andere ist, obwohl die genau gleich ausschauen, das gleiche Licht haben und auch die gleichen Patienten haben. Aber einmal fühlen sich die Patienten angenommen und wohl und der andere nicht, weil einmal Beziehungsstörungen vorhanden sind oder einmal nicht. Es kommt auf den Kontext an und es kommt natürlich auf die Akteure und die Begegnungen der Akteure mit den einzelnen Situationen an. Also Sie sehen, ein ganz komplexes Zusammenspiel. Und das wird auch jetzt der Punkt sein, auf den ich dann weiter eingehen möchte. Aber bevor wir dorthin kommen, noch eine zweite Form der Komplexität. Wir können unglaublich viele verschiedene Atmosphären voneinander unterscheiden. Und auch das war, wie wir uns begonnen haben, mit den Atmosphären zu beschäftigen, etwas, was uns sehr verwundert hat. Ich habe mit Gwenda Bernecker, meine Stellvertreterin ist im Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit in Berlin, einmal mich auf die Suche gemacht, welche verschiedenen Atmosphären in der Literatur beschrieben werden, beziehungsweise insgesamt beschrieben werden, auch in den wissenschaftlichen Publikationen. Und die haben wir einfach aufgelistet und ich habe Ihnen hier die wesentlichsten mitgebracht. Wir haben dann bei 50 ungefähr aufgehört, verschiedene. Also wir können ganz unterschiedliche hier
unterscheiden. Es gibt traumhafte, erhabene Atmosphären, unsichere, apokalyptische, ironische, frenetische, elektrisierende, erwartungsvolle, faszinierende, romantische natürlich, liebliche, behütete, traurige, erotische, frivole, spielerische, freudvolle, vertraute, nicht vertraute, melancholische, gereizte, magische, verführerische. Also ich gehe jetzt nicht alle durch, aber Sie sehen schon, wir sind fähig offensichtlich als Menschen sehr genau zu unterscheiden, welche Atmosphäre ist es. Und das Interessante und das Faszinierende ist, dass wir eine relativ hohe Übereinstimmung haben. Das zu dieser Frage, ist es wirklich nur das, was wir selber empfinden, oder ist da etwas, was eben auch im Gegebenen einfach vorhanden ist? Also wir haben relativ hohe Übereinstimmungen, allerdings praktisch nie hundertprozentige Übereinstimmungen, außer bei Extrematmosphären dann schon. Ja, also das sind ganz unterschiedliche Atmosphären, und all diese Atmosphären können eben auch von uns gestaltet werden und auch kultiviert werden. Nun kurz nur zur Komplexität, um auch hier zu zeigen, wie komplex es neurophysiologisch abläuft. Hier eine schematische Vorstellung, wie wir einen sensorischen Input, also nehmen wir jetzt ein optisches Bild, ja, das kommt auf die Retina, wird dann bei den Zäpfchen bzw. Stäbchen letztlich als Rezeptor aufgenommen, und dann geht es eben nicht gleich so zum Gehirn, wie wir das üblicherweise in der Schule gelernt haben, und dann zu einer bestimmten Repräsentationsfläche im Gehirn. Das wäre beim Sehen das Okzipitalhirn, also das Hirn hier hinten. Dort sind die Sehzentren letztlich lokalisiert, sondern das Erste, was passiert ist, dass diese Bahn beim Thalamus endet. Der Thalamus ist eine ganz wesentliche Umschaltstelle, die uns dazu befähigt, nicht überladen zu sein von all den Sinneseindrücken, denn wir sehen ja dauernd was, wir hören dauernd etwas, wir fühlen natürlich dauernd etwas, die Kleidung, wir haben einen permanenten Reiz natürlich, aber wir könnten uns gar nicht auf das konzentrieren, so hoffe ich, was ich jetzt hier sage, wenn wir nicht den Thalamus hätten. Ja, es gibt übrigens auch Störungen, wo es hier zu einer Störung im Thalamus kommt und wo die Patienten dann von einer Reizüberflutung sprechen. Sie sagen, ich kann die Reize einfach nicht mehr zusammenbringen, das ist mir alles zu viel, alles geht so quasi ungefiltert her. Also der Thalamus hat eine wesentliche Filterfunktion. Wir können ja immer nur eine Sache wahrnehmen und dann die nächste, also nie zwei gleichzeitig. Das zum Multitasking. Ja, Multitasking heißt einfach nur, dass man sehr rasch switcht zwischen den einzelnen Qualitäten, Wahrnehmungsqualitäten. Und also der Thalamus ist also eine wesentliche Umschaltstelle. Die eigentliche zentrale Umschaltstelle ist aber, sind die Amygdala. Und hier vor allem der Nucleus lateralis und centralis. Denn dort ist quasi die Verbindung zum emotionalen System. Also jede Wahrnehmung, egal was Sie sehen, ob Sie was hören, ob Sie etwas fühlen, auf der Haut fühlen, ist automatisch mit einer emotionalen Reaktion verbunden. Und der wesentliche Hirnanteil sind die Amygdala, für jene, die hier interessiert sind, wo das ungefähr ist. Also wenn Sie da durchgehen und da an der Schnittstelle, dann sind Sie ziemlich genau bei den Amygdala. Dort wird das umgestellt, und da laufen dann Bahnen einerseits zum Kortex, wo das sogenannte repräsentative Gedächtnis vorhanden ist. Das ist das Gedächtnis, das Sie befähigt zu sagen, jetzt heute, der da vorne redet, das ist der Musolek, den habe ich schon einmal gesehen. Ja, das wäre das repräsentative Gedächtnis. Ein sehr langsames Gedächtnis, im schnellsten aller Fälle im Zehntelsekundentakt arbeitend, meist Sekundentakt, manchmal braucht es sogar Minuten, wenn uns was erst einfällt, also so, das war doch, und dann irgendwann fällt es mir doch ein. Es ist ein sehr schwerfälliges Gedächtnis. Auf der anderen Seite aber eben das sogenannte emotionale Gedächtnis, das mit den Hirnregionen Hippocampus, limbisches System, olfaktorisches System in enger Verbindung steht. Das ist ein sehr, sehr dumpfes Gedächtnis, das uns so eigenartige Gefühle, wie zum Beispiel Schuldgefühl oder angenehmes Gefühl oder Gefahr vermittelt.
das sehr, sehr rasch funktioniert, im Hundertstelsekundentakt. All jene von Ihnen, die schon einmal in eine Gefahrsituation gekommen sind, da spürt man schon die Gefahr, aber man weiß noch gar nicht, was es ist und denkt, was ist da und spürt das schon unmittelbar. Das läuft alles über dieses System. Und bei jedem einzelnen Reiz, den wir wahrnehmen, wird dieses System auch mit angeworfen und es wird verglichen eben mit den früheren Engrammen und dementsprechend erlebt man dann eine Situation angenehm, unangenehm, bedrohlich, nicht bedrohlich, öffnend, verschließend, wie auch immer. Also mit anderen Worten, wir haben heute eine schon wirklich gute Erklärung dafür, warum jede Wahrnehmung ein so komplexes Geschehen ist. Es ist also nicht nur so, dass man etwas sieht, sondern es läuft immer der sogenannte impressive Wahrnehmungsmodus, so nennen wir das in der Psychopathologie, immer mit. Der kann dann auch verändert sein, dann kommt es zu ganz bestimmten Krankheitserscheinungen, auf die ich jetzt nicht eingehen werde. Das heißt, wir haben es wirklich mit einem hochkomplexen Geschehen zu tun, das aber in den meisten Fällen, da komme ich auf meine einleitenden Worte zurück, uns gar nicht bewusst ist, sondern wir erleben es ganz unmittelbar, aber es bewegt uns. Und wir haben jetzt im Oktober in Berlin dieses Symposium gehabt über Atmosphären bewegen Welten, wo wir uns eben genau mit diesen Bewegungen, mit dem, was hier bewirkt wird, letztlich beschäftigt haben. Und damit bin ich auch schon beim dritten Bereich, nämlich bei den sozialästhetischen Perspektiven, die natürlich uns in der Sozialästhetik ganz besonders am Herzen liegen. Und ich habe ja schon eingangs gesagt, die Atmosphären sind einfach das zentrale Thema der Sozialästhetik. Auch das uns am meisten herausfordert. Die meisten von Ihnen kennen diesen Satz schon. Arnold Berland war der, der das erste Mal diesen Terminus Sozialästhetik überhaupt in die Welt gesetzt hat. Und er spricht eben von einer Ästhetik der Situation. Und damit schwingt schon auch mit, dass es hier natürlich auch um Atmosphären geht. Arnold Berland hat uns ja in einem Symposium, das wir 2017 in der Sieg und Freud Universität veranstaltet haben, erklärt, wie er überhaupt zu seinem Konzept gekommen ist. Das hat überhaupt nichts mit Begegnungen zwischen Menschen oder Beziehungen zwischen Menschen zu tun, so wie wir Sozialästhetik in unserem Institut verstehen, sondern er hat sich damit beschäftigt, wie wirkt ein Bild auf mich? Und ist zu dem, denke ich, zu einem bahnbrechenden Erkenntnis gelangt, dass wir nicht nur ein Bild anschauen, also dass nicht nur wir dem Bild begegnen, sondern wenn wir uns wirklich einlassen auf ein Bild, dass auch das Bild uns begegnet. Und diesen Vorgang, diese Zweiwegbeziehung zwischen dem Bild und dem Betrachter, das hat er als Sozialästhetik bezeichnet, als sozialästhetischen Prozess. Und Sie werden das schon einmal erlebt haben, wenn man durch eine Ausstellung geht. Da geht man an vielen Bildern vorbei, da schaut man ein bisschen hin und das war's dann. Und dann springt einem so ein Bild einfach an, ins Auge. Und man ist gefesselt von diesem Bild und bleibt dabei auch. Und das ist eben dieser Prozess. Und es ist auch genau, was bei Atmosphären passiert. Diese Atmosphären sind nicht nur etwas, die wir quasi beobachten, sondern sie kommen direkt auf uns zu. Sie nehmen uns gefangen in einer bestimmten Art und Weise. Und deshalb ist es auch so ein zentrales Thema, mit dem wir uns zu beschäftigen haben. Und wir haben eben auch eine eigene Methode hier entwickelt, auf die ich jetzt nicht eingehe. Vielleicht in der Diskussion können wir das eine oder andere noch dazu sagen. Wenn wir uns jetzt diese Komplexität vor Augen halten, dann gehen wir natürlich ganz in all diesen komplexen Zusammenhängen unter und können uns gar nicht ordnen und nicht zurechtfinden. Und daher haben wir uns mit den einzelnen Teilbereichen beschäftigt und das möchte ich jetzt auch zumindest bis zu einem gewissen Grad mit Ihnen tun. Natürlich spielen ganz besonders Zeiten und Orte eine Rolle für die Atmosphäre. Ja. Es ist einfach was anderes, ob man in der Früh in der Straßenbahn sitzt oder wenn man zu Hause fährt. Beide Male sind viel zu viele Leute drinnen, beide Male ist es vielleicht nicht angenehmer, aber man fühlt sich einfach trotzdem anders. Und es sind natürlich auch Orte, nicht? Also wenn man in so einem Raum sich befindet, ist übrigens die Kathedrale in Toledo, die ich nur jedem sehr ans Herz legen kann, eine wunderschöne Kathedrale, dann fühlt man sich
einfach anders als in diesem Geschäft, was auch sehr schön ist. Ne? Das ist keine Frage, ist auch in Toledo, übrigens unweit von dieser Kathedrale. Aber Sie sehen schon, diese beiden Orte haben miteinander gar nichts zu tun und wie man sich dort fühlt, ist ganz unterschiedlich. Wobei es in beiden Fällen, darf ich Ihnen sagen, jetzt von mir ganz persönlich, sehr, sehr angenehm ist. Ne? Aber auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Einmal sehr erhaben und einmal so ganz lokulisch, kulinarisch. Fantastisch, was da alles auf einen zukommt. Oder ein solches Bild in der Dämmerung, übrigens in Brüssel, aufgenommen. Ich habe das deshalb aufgenommen, weil es so ähnlich ist wie die Bilder von Magritte. Magritte hat ganz ähnliche Stimmungen hier gemacht und das gibt es dort wirklich. Also das war keine Erfindung von Herrn Magritte, sondern das hat er einfach gesehen, wenn er beim Fenster rausgeschaut hat am Abend, in der Winterzeit. Und das hat eine ganz andere Atmosphäre natürlich als dieses Bild in Florenz. War ein sehr schöner Ausflug, den wir da mal nach Florenz gemacht haben. Das ist vom Balkon des Hotelfensters. Und wenn wir jetzt uns dieses Bild hernehmen, das schon ganz schön ist, ne? Das ist keine Frage, Florenz hat schon was, oder das hier, dann ist es schon eine andere Atmosphäre. Ne? Also dass Zeiten einfach eine extreme Rolle spielen und eben auch das Licht eine große Rolle spielt und der Raum natürlich eine wesentliche Rolle spielt. Und an diesem Beispiel sieht man auch, wie sich das verändern kann. Es ist immer der gleiche Hörsaal, hier zu einer bestimmten Tageszeit, hier zu einer späteren Zeit, hier voll und ganz beleuchtet und schon mit Menschen und das ist schon eine andere Atmosphäre als die hier zum Beispiel. Ne? Das ist an der Technischen Universität, einer der modernen Hörsäle. Warum bringe ich es herein? Einfach, um zu zeigen, dass es eben sehr wesentlich auf den Ort ankommt, sehr wesentlich auf die Zeit ankommt, aber es kommt auch ganz wesentlich auf die Menschen drauf an und auf die Akteure, die in dieser Situation sind. Es ist also nicht nur die Situation und nicht nur der Raum, der eine Atmosphäre macht, sondern wir Menschen in diesem Raum, in dieser Zeit, in diesem Licht spielen eine besondere Rolle. Und natürlich auch unsere Kleidung spielt hier eine große Rolle. Das ist die gleiche Frau, einmal als Richterin verkleidet und einmal in Freizeitkleidung. Und Sie sehen natürlich sofort meinen ersten Blick, weil Sie es ja schon wissen, dass nicht nur die Kleidung unterschiedlich ist, sondern dass die eine lächelt und die andere lächelt nicht. Und damit ist natürlich die lächelt, viel sympathischer als die nicht so richtig lächelt. Damit nicht nur Frauen hier zu Wort kommen, sondern auch Männer. Auch das der gleiche Mann. Einmal halt in Uniform und einmal in der anderen Form der Uniform, wie auch immer. Also, was ich damit sagen möchte, dass nicht nur wir Menschen hier eine Rolle spielen, sondern auch wie wir uns kleiden und wie wir uns geben. Und Sie kennen ja diese Diskussion, soll man in der Oper in kurzen Hosen gehen und in Jeans und Leiberl oder etwas Ähnlichem. Natürlich kann man auch so hingehen, aber es macht schon was anderes aus, wenn man einfach sich schön macht für ein ganz besonderes Ereignis und sich dementsprechend auch kleidet. Das macht einfach eine andere Atmosphäre. Das werde ich nie lernen, wie das wirklich funktioniert. Aber jetzt, ja, das Lächeln, das habe ich schon gesagt, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wie wir lächeln, damit können wir Atmosphären auch wirklich überspielen. Also selbst in Krankenhäusern, wo es ein blaustichiges Licht gibt, wo alles von der Architektur leider gar nicht so gemacht ist, dass man sich wohlfühlen kann. Aber wenn der Doktor oder die Schwester lächelt, dann ist einfach die Atmosphäre eine ganz andere, als wenn man nur ernst hier reinschaut. Da, vielen Dank, dieses Bild habe ich von dir entliehen und genommen von Harald Scheiber, der mal über das Lächeln in der Kunst einen wunderbaren Vortrag gehalten hat. Und es zeigt wirklich wunderbar, wie die Atmosphäre sich dieses Menschen oder die Aura dieses Menschen sich verändert, nur wenn er einmal lächelt oder nicht lächelt. Also bei der Frau finde ich ganz besonders, ne? Das ist irgendwie nahezu wie eine andere Person, die hier abgebildet ist.
Das spielt natürlich auch in der Therapie eine sehr große Rolle. Das ist eine Mitarbeiterin im Anton Brockschen-Institut, die heute leider nicht mit uns sein kann, Miriam Sarni, Primaria im Anton Brockschen-Institut, die bekannt ist für ihr Lächeln, und deshalb habe ich dieses Lächeln auch besonders hergenommen. Und wenn sie Gruppentherapien macht, dann gehen die Patienten und Patientinnen einfach anders aus dieser Gruppe raus. Sie macht inhaltlich nicht viel anders, als das alle anderen Therapeuten und Therapeutinnen machen. Aber dieses Lächeln ist einfach etwas, was einfach nicht nur schön und nett ist, sondern eben auch, wie Sie es hier sehen, ansteckend ist. Also Lächeln spielt eine große Rolle, wobei beim Lächeln, auch dazu haben wir ein eigenes Symposium mal gemacht, ich möchte jetzt das nicht vertiefen, aber nur nochmals in Erinnerung rufen, es gibt sehr unterschiedliche Formen des Lächelns, ähnlich wie bei den Atmosphären gibt es eine Unzahl von verschiedenen Formen des Lächelns. Hier, die schauen sich gar nicht an wirklich, aber nicht in die Augen, aber wir müssen sagen, das ist schon ein warmherziges Lächeln. Wenn wir die beiden anschauen, da hätten wir, die schauen sich auch nicht an, aber da hätte man nicht so das Gefühl, dass die zwei so ganz warmherzig miteinander umgehen. Und wenn wir die beiden anschauen, dann ist das klassische aufgesetzte Lächeln. Also das hat mit der Stimmung, die man selbst erlebt, überhaupt nichts zu tun. Also Lächeln ist nicht gleich Lächeln, und die Atmosphäre hier, hier und hier ist durchaus eine ganz unterschiedliche. Nicht? Einmal ganz angenehm und im anderen Fall, sagen wir mal, doch unterkühlt, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Das heißt, wir haben eine Situation, wo eben ganz verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, um letztlich das zu erzeugen, was wir zwar schwer in Worte fassen können, was aber jeder von uns sehr gut erleben kann. Aber das Wesentliche ist nicht so sehr, dass diese einzelnen Faktoren auf die Atmosphären wirken, sondern dass es Wechselbeziehungen zwischen diesen Faktoren gibt. Das heißt, Beziehungen, die gut funktionieren, verändern die Atmosphäre des Raumes, aber umgekehrt, auch die Atmosphäre des Raumes kann die Beziehung verändern. Und so gilt es für all diese Bereiche, und damit, denke ich, ist auch klar, wie schwer fassbar jetzt bei empirischen Untersuchungen dieser Gegenstand ist, der Atmosphären. Auf der anderen Seite aber auch, wie viele Möglichkeiten wir der Einflussnahme haben, wo wir eben, da komme ich nochmals darauf zurück, dass wir Atmosphären auch kultivieren können, wie wir auch diese Atmosphären letztlich kultivieren können. Und das können wir letztlich auch erlernen. Und zuletzt möchte ich einen heroischen Selbstversuch Ihnen nahebringen, wo wir uns genau mit dieser Komplexität auseinandergesetzt haben. Es ist ein Ausflug gewesen unseres Instituts. Wir einmal im Jahr treffen wir uns als Mitglieder des Instituts für Sozialästhetik und psychische Gesundheit und unternehmen ein verlängertes Wochenende miteinander mit einer bestimmten Thematik, und hier war die Thematik letztlich eben Atmosphären. Da hat es Vorträge gegeben und auch vor allem eine Bewertung des Hauses, wo wir uns hier getroffen haben. Das Haus liegt in einer wunderbaren Gegend, so zwischen Comosee und Luganosee. Casa Corti gehört einer Mitarbeiterin, die ich schon erwähnt habe, Gwenda Bernecker. Und sie hat uns eingeladen, dass wir dort ein verlängertes Wochenende miteinander verbringen und uns eben mit Atmosphären beschäftigen. Und Sie sehen da so Metallplatten. Wie wir dort angekommen sind, war dieses Haus mit diesen Metallplatten quasi vernagelt. Und da konnten wir also gar nicht direkt rein. Es war gute 3 Monate unbewohnt. Wir haben dann also die Türen aufgemacht und sind dann von Raum zu Raum gegangen, und jeder Einzelne hat die Atmosphäre bewertet des Raumes für sich, und dann haben wir das miteinander verglichen. Hier die Küche, die gar nicht so schlecht weggekommen ist, aber auch nicht wirklich ganz anheimelnd vorgekommen ist. Sie müssen sich auch noch so einen ein bisschen abgestandenen, modrigen Geruch vorstellen, feucht etwas, und Kamin, der so ein bisschen leicht geselcht da sich auch mit verbreitet. Also so war ungefähr die Geruchssituation. Hier eines der Zimmer. Jeder hat ein Zimmer auch zugewiesen bekommen. Und also
wir haben es eigentlich praktisch alle bedrohlich, beängstigend, unangenehm erlebt. Dass das Stiegenhaus auch Bilder, die alle, sagen wir mal, nicht unbedingt herzöffnend gewesen sind, hier eine andere Ansicht. Hier mein Zimmer, das ist mir zugeteilt gewesen, dass es lauter Nonnen, die mich angestarrt haben, den ganzen Tag bestanden hat und heiligen Bildern und das Ganze so in Grau. Also es war nicht leicht erträglich, das muss man einfach sagen. Also es war wirklich, warum ich gerade dieses Thema begonnen habe, ist mir bis heute unklar. Es waren alle klar, bei allen Bewertungen, das war das am furchtbarsten abgeschnitten hat. Gut, wie auch immer, es war also alles eine andere Ansicht. Also das war so der Eindruck, den wir gehabt haben. Sie können sich die Ratings ungefähr vorstellen. Das war die Stimmung dann bei den Antipasti, da sind wir doch ziemlich betrobert noch da, obwohl es wunderbare Dinge schon gegeben hat zum Abendessen. Eine Kollegin, sie ist auch die für den Humor zuständig ist, die hat schon gelächelt, die allen anderen sind ein bisschen noch betroffen dort gesessen. Dann bei der Pasta ist natürlich wird alles ein bisschen besser, da haben wir uns ein bisschen wohler gefühlt, aber noch immer nicht wirklich wohl. Dann haben wir uns zu Bett begeben, am nächsten Tag ein wunderschöner Tag. Wir haben die Fenster offen gehabt, es war durchgelüftet, das hat sich auch mit dazu beigetragen. Das ist ein bisschen eine Impression der Umgebung von dort. Da waren wir beim Frühstück und da sieht man schon, da sind die meisten schon viel besser gelaunt. Und dann sind wir nochmals durch dieses Haus durchgegangen und die Bewertungen haben sich völlig verändert. Einfach dadurch, dass wir es bewohnt haben, dass wir einfach dort gewesen sind und dass wir uns wohlgefühlt haben. Wir sind dann durch. Selbst mein Zimmer hat einen leichten Rotstich bekommen. Das ist natürlich ein bisschen eine Fotomontage, das gebe ich schon gut und gerne zu. Aber es war schon so. Übrigens, da am Rande, wir kennen ja diesen Spruch, wenn man verliebt ist, dass die Welt rosarot wird. Und das hat schon etwas. Ja, es wird einfach alles angenehmer und besser. Also selbst dieses Zimmer ist besser geworden. Auch die Räume sind offener geworden. Also Sie sehen, was es ausmacht, wenn Menschen in einer bestimmten Situation sind und wenn gelüftet wird. Ich glaube, das war schon ein wichtiger Punkt, dass wir dort auch gelüftet haben. Und so hat es geendet. Also am Ende waren wir dann alle froh und glücklich und haben uns auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und es ist ja wirklich eine wunderschöne Umgebung. Was ich Ihnen damit zeigen wollte, ist, dass Atmosphären eben in der Tat nicht nur von der Situation abhängen, nicht nur vom Raum abhängen, nicht nur vom Licht abhängen, nicht nur von den Gerüchen abhängen, sondern dass sie ganz wesentlich von uns Menschen abhängen und dass wir letztlich hier ganz andere Atmosphären auch in eine Umgebung, die durchaus bedrückend zuerst gewesen ist, mit einbringen können. Wir sind natürlich in der Forschung und Sie können sich das vorstellen, am Beginn, es war so eine Zusammenfassung, die ich versucht habe, Ihnen heute zu geben, über den Wissensstand, wo wir heute sind bei Atmosphären. Wir sind sicher erst am Anfang, aber das, was wir sagen können, ist, dass es in der Tat wirklich hochkomplexe Erlebnisse sind und dass es noch einiges brauchen wird, um letztlich hier noch mehr zu wissen, um bessere Atmosphären auch zu schaffen, denn darum geht es ja auch, sowohl im universitären Bereich, aber vor allem auch im medizinischen Bereich, wo das ja eine ganz große Rolle spielt. Wir sind also am Anfang und ich möchte schließen mit einem meiner Lieblingsgedichte aus Hermann Hesse aus dem Glasperlenspiel, wo er ihm schreibt, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Und genau diesen Anfang erleben wir einfach, wenn wir in neue Atmosphären eintauchen. Und ich hoffe, Ihnen einen gewissen Überblick zumindest gegeben zu haben, wo man heute schon auch bewusst mit eintauchen kann. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zum für mich auf alle Fälle allerwichtigsten Teil, weil meine Meinung kenne ich ja schon, aber Ihre kenne ich noch nicht, nämlich zum Gespräch darüber. Und ich sehe schon, eine erste Hand ist schon da. Wolfgang, bitte. Es ist ja fast am Ende des Vortrags jetzt herausgekommen. Ich habe es mir nur überlegt, wie du die Literaturzitate gezeigt hast, die eigentlich alle Mitte 90er Jahre und jünger waren. Das Ganze ist offenbar eine relativ junge Wissenschaft. Ich habe mich natürlich sehr angesprochen gefühlt bei den Spitälern,
wie du das gezeigt hast, die neue Psychiatrie, die ist heute grauslich. Wenn man aber die ganz alte Psychiatrie in Erinnerung gehabt hat, war es für die damaligen Zeiten befreiend, flach, nicht mehr diese hohen Eingänge. Es war sozusagen, es hat doch auch jede Zeit offenbar ihre Atmosphären oder Atmosphären, die für die Zeit typisch waren. Vielleicht hat sich auch wer mal unter den vielen heiligen Marienbildern wohlgefühlt in dem Zimmer. Ja, vielen Dank. Du bringst noch einen wesentlichen Aspekt mit rein, den ich ausgelassen habe, ganz bewusst, einfach weil es sonst zu komplex geworden wäre. Aber vielen Dank dafür, nämlich es gibt natürlich auch kulturelle Einflüsse. Und kulturelle Einflüsse sind jetzt nicht nur in unterschiedlichen Kulturbereichen, da sind natürlich auch ganz unterschiedliche Atmosphären. Also wenn wir einen gotischen Dom hernehmen und einen buddhistischen Tempel, dann sind beides Gotteshäuser, beide sind letztlich dazu geschaffen, um ein Erhabenheitsgefühl zu entwickeln, um auch ein spirituelles Erlebnis zu ermöglichen. Und trotzdem sind sie einfach nicht vergleichbar in der Atmosphäre. Das ist etwas ganz, ganz anderes. Und wir brauchen gar nicht so weit greifen, auch wenn man eine romanische Kirche nimmt und eine gotische Kirche, dann sind beide groß, aber sie haben einfach ganz andere Ausstrahlungen und eine ganz andere Aura. Also ist gar keine Frage. Wobei ich ehrlich zugeben muss, mir die romanischen ganz besonders nahe sind. Also das spielt eine große Rolle und es sind natürlich auch verschiedene Zeiten. Allerdings fürchte ich, also, dass die Psychiatrie, so wie die im AKH die Psychiatrie geschaffen worden ist, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat, dass sich jemand dort besonders wohlfühlen möchte und dass der Eingang ein besonders offener ist. Also das bringe ich einfach nicht übers Herz, dass ich das als Kultur bezeichne. Das schaffe ich nicht. Aber du hast natürlich recht, es gibt, jede Zeit hat ihre Bereiche. Um es auch deutlich zu sagen, zum Beispiel das Steinhof, also das jetzige Otto-Wagner-Spital, das ist von Otto Wagner gebaute psychiatrische Krankenhaus, war zur damaligen Zeit ein wunderbar modernes gewesen, hat einen Lebenskomfort für Menschen bedeutet, die sich nicht erträumen konnten. Also so hohe Räume zum Beispiel, da haben die meisten der Patienten, vielleicht ein paar Adelige, die auch dort gewesen sind, aber das war erst schon gewesen, nie erlebt, oder vielleicht Großbürgertum, nicht? Alle anderen haben in sehr niedrigen Räumen gewohnt und das war schon groß angelegt. Heute natürlich ist es furchtbar, einen Saal zu haben, wo 8 Leute drinnen sind. Es gibt es ja auch praktisch nicht mehr, es ist ja alles schon abgesiedelt worden in diesen Krankenhäusern. Also du hast recht, die Kultur spielt eine große Rolle und da verändert sich natürlich auch in der Perzeption etwas. Ich bin auch überzeugt davon, dieses Westminster Hospital, also das ich da gezeigt habe in London, das wäre wahrscheinlich im 19. Jahrhundert nicht gut angekommen. Es wäre als höchst eigenartig, vielleicht sogar als verrückt dargestellt worden. Also ohne Zweifel. Aber es gibt dann, denke ich, doch auch diesen Aspekt, wo man sich nicht wirklich Gedanken gemacht hat. Und ich fürchte, das war es eigentlich. Ich kann mich auch gut erinnern, wie ich die ersten Vorträge gehalten habe und gesagt, ja, das ist alles recht und schön, aber zuerst muss man ordentlich behandeln. Nicht? Und dann kann man sich so um den Vielefanzern kümmern. Nicht? Also, da kann man ein bisschen ausmalen und solche Dinge. Und da sieht man dran, dass es wenig Sensibilität in der Medizin über lange Zeiten dafür gegeben hat. Bitte. Meine Frage geht in die Richtung, das persönliche Empfinden einer Atmosphäre hängt von sehr vielen Faktoren ab. Was mir ein bisschen fehlt, aber vielleicht liege ich da auch falsch, sind persönliche Erinnerungen, die ich in dieses Empfinden reinbringe. Also wenn wir gerade das Spital gehört haben, mir fällt da nur das antizipatorische Erbrechen von Chemotherapiepatienten ein in der Vergangenheit, die das Spital gesehen haben und schon gespielt haben. Das heißt, wenn ich in einer Atmosphäre mich befinde und all das aufnehme, kommt aber schon noch meine persönliche Erinnerung, die ich vielleicht unbewusst auch verknüpfe mit der Atmosphäre rein. Ja, vielen Dank. Da war ich verkürzt in meinem Vortrag. Das hätte ich ausführen müssen, wie ich über das emotionale Gedächtnis gesprochen habe. Da habe ich nur auf die Uhr geschaut und habe gesehen, dass ich schon ein bisschen mit der Zeit ein bisschen in Verzug bin. Aber ich bin sehr froh, dass du das hereinbringst. In der Tat, dieses emotionale Gedächtnis wird ja ein Leben lang, übrigens schon intrauterin erstmal angelegt und ein Leben lang befeuert, ganz besonders auch in den ersten Lebensjahren. Und da hat Sigmund Freud schon recht gehabt, dass da
besonders viel sich tut. Dass es nur sich dann etwas tut und dann ab dem dritten Lebensjahr nichts mehr ist, das kann man durchaus anderer Meinung sein. Aber dass das eine Rolle spielt, ist keine Frage. Und das ist dieses emotionale Gedächtnis, das wir haben. Und ich kann auch ein persönliches Beispiel sagen, gerade beim Geruch spielt das eine ganz große Rolle. Ich habe vor Jahren war ich in Paris und hat das Musée de l'Homme gegeben, das jetzt wieder aufgemacht hat, also ein Museum des Menschen, das übrigens bei uns nicht gibt, aber das nur so am Rande. Und da hat es eine Ausstellung gegeben über Naissance, über Geburten. Und es sind verschiedene Formen der Geburten gezeigt worden, im Stehen, im Sitzen, unter Wasser, ohne Wasser und also alles, was halt so im Laufe der Zeit entwickelt worden ist. Und unter anderem hat es auch einen Richtturm gegeben. Also, das war so eine Säule, da hat es so kleine Türen gegeben und da hat man die Spitalsgerüche von so 1890 bis zu 1990 herauf machen können. Und ich habe das erste Türl aufgemacht, so bei 1990. Und das war so ein angenehmer, mehr oder weniger nichtssagender Geruch, so wie halt die meisten Spitäler heute halt riechen, wenn sie halbwegs gut riechen. Und dann habe ich bei den 50er Jahren das Türl aufgemacht und es ist mir so ein scharfer Formalingeruch entgegengekommen. Aber gleichzeitig ist mir das Herz aufgegangen. Und zwar wirklich, ich habe mich so wohl gefühlt wie schon lange nicht mehr. Ja, in der Sekunde, also in der Hundertstel Sekunde. Und ich bin im Spital auf die Welt gekommen. Das ist offensichtlich mein erster Geruch gewesen, den ich gehabt habe. Das war wirklich unglaublich. Also diese Engramme sind ganz, ganz stark. Und die begleiten uns natürlich ein Leben lang. Und die spielen natürlich beim Erleben von Atmosphären eine große Rolle. Nichtsdestotrotz fasziniert es mich immer wieder, wie hoch die Übereinstimmung ist in bestimmten Situationen. Also wie wir da durch die Räume durchgegangen sind, hat es schon gewisse Unterschiede gegeben. Aber im Prinzip waren die Ratings ziemlich ähnlich. Also wir haben die einzelnen Räume alle, obwohl jeder individuell für sich das nur bewertet hat, ziemlich gleich bewertet. Also es ist schon auch dieses Gegebene, das vorhanden ist, aber es spielt natürlich auch die eigene Geschichte mit einer Rolle. Vielen Dank, ganz wichtige Ergänzung. Jetzt sind die Fragen da. Erich als Erster, bitte. Kurz, du hast nichts zum Einfluss des Bewusstseins gesagt. Und ist das völlig getrennt? Oder ist das Bewusstsein nicht der Koppelmechanismus zu den Atmosphären? Oder umgekehrt? Wie verstehst du jetzt das Bewusstsein? Oder was verstehst du darunter? Ist das genauso schwammig wie Atmosphären? Naja, wenn wir über Bewusstsein sprechen, dann ist es natürlich das Thema, das wir als Psychiater versuchen, tunlichst zu vermeiden. Das ist gar keine Frage, ja, weil es einfach eine unglaubliche Komplexität hat. Im psychopathologischen Status reduzieren wir das Bewusstsein einfach auf den Wachheitszustand. Da sind wir ziemlich genau und dann können wir das genau beschreiben. Aber Bewusstsein ist natürlich vorzugsweise, oder was wir üblicherweise darunter verstehen, ist dieses selbstreflektierende Bewusstsein. Und da ist es schon ganz faszinierend, dass wir Atmosphären auch erleben, ganz ohne diese Selbstreflexion. Also ganz ohne Bewusstsein, wenn du es jetzt als reflexiven Prozess definierst. Es ist ganz archaisch. Es ist ganz archaisch und deshalb spielt auch wahrscheinlich das Riechen eine so große Rolle, weil das ja insgesamt in der Gesamtentwicklung eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und es ist ein ganz unmittelbares Erleben. Wir können es dann auf die Bewusstseinsebene heben und wir können dann natürlich es auch kultivieren. Also dazu sind wir natürlich befähigt, aber dazu braucht es einen eigenen Prozess. Also ich habe zum Beispiel in meinem ganzen Studium über Atmosphären im Spital nie irgendwas gehört. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, es ist einfach nicht vorkommen. Aber wir haben alle Atmosphären natürlich erlebt, gar keine Frage. Und wir sind auch getrieben worden von manchen Atmosphären, auch keine Frage. An der Sigmund Freud Universität, darf ich jetzt sagen, wird es im Bachelorstudium schon gelehrt, weil ich es selber dort lehren darf. Da wird das auch über Atmosphären gesprochen. Aber im Prinzip hat man lange Zeit sich damit einfach gar nicht auseinandergesetzt. Also, trotzdem haben sie aber ihre Wirkung gehabt. Also wenn du es so gemeint hast, ja, leider kann es auch ganz ohne Bewusstsein sein. Bitte. Auch meine Frage bezieht sich auf den Einfluss von Kultur früherer Zeiten auf unser Empfinden von Atmosphäre. Nämlich konkret kommt meine Frage
auf Basis des Vergleichs der von dir gezeigten Fotos vom lächelnden Putin mit der lächelnden Mona Lisa. Für mich lächeln beide frostig. Und ich bin jetzt kein Kunsthistoriker, aber so meine generelle Wahrnehmung, auch die Heiligen, auch die Mutter Marie, Mutter Gottes, die lächeln alle nicht so, wie wir heute als das Lächeln angenehm empfinden. Gibt es da also auch Unterschiede, wie man früher, wenn man sich gefreut hat, gelächelt hat? Ja, also ich fische jetzt im Trüben. Die sich besonders damit auseinandergesetzt hat, ist die heute schon zweimal erwähnte Gwenda Bernecker, die sich ganz speziell auch mit dem Lächeln der Engel auseinandergesetzt hat und auch der Heiligen. Also dürfen die überhaupt lächeln und dürfen die überhaupt lachen? Lachen ist ja lange Zeit etwas Verpöntes gewesen. Ihr alle kennt den wunderbaren Roman von Umberto Eco, Im Namen der Rose, wo so das Lachen das Allerfurchtbarste ist und auch mit dem Tod bestraft worden ist. Auch das positive Buch von Aristoteles, letztlich ein Buch, das in Verschluss gehalten worden ist, eben weil es dort um Lachen und Lächeln geht. Und insofern spielt das schon eine große Rolle. Gibt es also eine lange Tradition. Wenn du die Mona Lisa ansprichst, hast du natürlich völlig recht. Wobei die Mona Lisa lächelt viel mehr als der Putin, weil die Mona Lisa lächelt mit dem Mund ganz zart, aber gar nicht mit den Augen. Und deshalb empfinden wir dieses Lächeln als nicht ein wirklich echtes Lächeln oder nicht ein warmherziges oder ein öffnendes Lächeln. Ja, gar keine Frage. Also wir lächeln ja einerseits mit den Augen, mit dieser Partie, und wir können also zum Beispiel nur mit dem Mund lächeln, so auch nicht. Wenn ich so mache, dann siehst du sofort, dass es eine Grimasse ist, es ist ja kein wirkliches Lächeln. Nicht? Wenn ich so mache, dann siehst du, dass es wahrscheinlich ein viel warmherzigeres Lächeln ist. Also da muss es einmal mit den Augen und einmal mit dem, habe ich lange übrigens geübt. Ist gar nicht einfach, dass man die Sachen so hinbringt. Ja. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen des Lächelns. Bei Putin ist, glaube ich, da gehört es auch nicht. Lächeln ist ja auch, und Warmherzigkeit und liebevoller Umgang ist ja für viele Männer ein Zeichen von Schwäche, leider noch immer. Ja. Und ich fürchte, deshalb leben wir auch in einer so lieblosen Zeit heute, weil jeder glaubt, er muss irgendwie zeigen, was er ist und was er kann und wie stark er ist und etc. Aber vielen Dank dafür. Darf ich es Ihnen geben? Nein, um Gottes Willen. Ich wollte noch die Atmosphäre der Natur einbringen. Ich bin in Kärnten groß geworden, am Wörthersee in Börtschach. Wir haben einen traumhaften Sommer gehabt mit all den Möglichkeiten. Dann begann im November der Nebel, der 8 Wochen angehalten hat. Und das hat einen Trübsinn ausgelöst, bis dann im Jänner teilweise der See zweite Hälfte zugefroren war, mit einer blauen Stimmung des Sees, schneeweiß der Hintergrund, die Berge und der blaue Himmel wieder einem anderen Blau. Und es ist sozusagen die Fröhlichkeit, dass er wieder gekommen, weil es eine ganz andere Atmosphäre war. Und der November hat so irgendwie einen Schuss mit Selbstmordgedanken mit sich gebracht. Ja, du hast leider nicht Unrecht, obwohl es gibt natürlich auch den schönen Herbst, ne? Das farbenfrohe Herbst, wenn alles färbig wird, das hat schon etwas. Das darf man natürlich in einer Psychotherapieausbildung nie sagen. Also übrigens all die in Psychotherapieausbildung gehen, der Frühling ist das Wesentlichste. Alles andere wird als morbid sofort gesehen und dass man eben leider schon suizidgefährdet ist oder etwas Ähnliches. So tragisch kann man es nicht sehen, aber wir wissen, und das ist jetzt der ernste Teil davon, wir wissen, dass Oktober, November letztlich die Zeiten sind, wo die meisten Depressionen auftreten. Wir wissen, dass im Sommer Depressionen sehr, sehr selten auftreten. Wir wissen auch, dass im Frühjahr übrigens Depressionen gar nicht so selten auftreten. Im Winter gibt es die Winterdepression, die aber insgesamt für die Gesamtbevölkerung ein relativ geringe Häufigkeit aufweist. Also die Hauptzeit letztlich ist in der Tat der November. Das mag schon mit dem Licht zu tun haben.
Das mag aber wahrscheinlich auch mit dem Übergang zu tun haben zur Kälte in unseren Bereichen. Wenn es im September 14 Grad hat, ja, dann ist es schon sehr kalt. Nicht? Oder, und wenn das im Oktober dann auf 8 Grad heruntergeht, ist es eigentlich furchtbar kalt. Wenn es im Winter 14 Grad hat, wird es als eher sehr warm empfunden. Also diese Übergangszeiten, da tun wir uns besonders schwer. Und es hat natürlich auch etwas mit der Gesamtsituation zu tun. Denn wenn man Eislaufen gehen kann und wenn man Skifahren gehen kann und wenn es schön ist draußen, dann ist es natürlich viel schöner, als wenn der Wind bläst und wenn es feucht ist und wenn man eigentlich das Allermeiste nicht tun kann. Also es ist ein komplexes Phänomen, aber es spielen die Jahreszeiten eine sehr, sehr große Rolle und hier vor allem auch wieder das Licht eine sehr, sehr große Rolle. Wir wissen das ja auch, dass man Depressionen auch unterstützend mit Licht behandeln kann. Ich selbst habe dann ganz am Beginn einige Forschungen auch mitgemacht. Es ist nicht so, dass wir mit Licht quasi die Depression zum Verschwinden bringen können, aber es ist schon ein ganz wesentlicher Faktor. Ja. Und natürlich die Atmosphäre in der Natur ist etwas ganz Wesentliches. Allerdings braucht es auch eine entsprechende Haltung dazu. Also man muss auch erlernen, dass die Natur schön ist, was für einen Städter nicht so einfach ist. Nicht? Also, wenn man im Land aufwächst, dann hat man natürlich ganz einen anderen Bezug zur Natur und kann auch die Schönheiten der Natur und das Angenehme und die schönen Atmosphären viel besser noch erleben. Jetzt bitte. Vielen Dank also für diese wunderbare Darstellung des komplexen Themas, aber da möchte ich gleich anknüpfen. Es gibt in der Neurowissenschaft diesen wunderbaren Ausdruck, the eyes cannot see what the brain doesn't know. Und was mich besonders interessiert, ist dieser spontane, dieser schnelle Wechsel des atmosphärischen Empfindens. Da möchte ich besonders auf die Kontakte, Menschen, Akteure, Beziehungen eingehen. Wenn ich zum Beispiel einen Zug besteige mit vielen Menschen, es ist alle Faktoren vom olfaktorischen angefangen, es passt hinten und vorne nicht, ich kriege einen Sitzplatz vis-à-vis, von mir sitzt jemand mit einem rebellischen Kind, das laut ist und unangenehm, und dann komme ich mit dem Vater ins Gespräch, ich erfinde jetzt eine Situation und er sagt mir, ich komme gerade vom Spital und das Kind muss operiert werden, es hat eine sehr schwere Erkrankung und wird wahrscheinlich nicht mehr lange leben. Plötzlich stört mich das überhaupt nicht mehr. Das Kind kann rebellisch sein. Genauso empfinde ich ja auch bei Bildern, bei der Kunst. Wenn ich mir dieses erste Bild, das du gezeigt hast, anschaue, ich gehe möglicherweise vorbei. Weiß ich aber sozusagen, wenn ich den Hintergrund weiß, wenn ich dieses Wissen habe, empfinde ich atmosphärisch völlig anders. Ich komme in eine Gesellschaft, wenn ich das als kalt und widerlich empfinde und erfahre, es gibt irgendeine Nachricht, die dort verbreitet wurde, dann verstehe ich die ganze Situation und diesen ganz schnellen Wechsel. Ja, wie weit ist das erforscht? Wie weit muss man nämlich dieses Hintergrundwissen mit berücksichtigen? Ja, ohne Zweifel. Das ist das, was ich als Kontexte und Situationen bezeichnet habe, also als übertitelt habe. Ohne Zweifel spielen die eine ganz große Rolle. Und wenn die Kontexte sich verändern am selben Ort, und das hast du mit diesem Beispiel wunderbar illustriert, dann ändert sich auch die Atmosphäre damit. Also ich kann mit all den Einzelfaktoren, die ich hier aufgelistet habe, hier, all die Einzelfaktoren wirken ja wieder auf die Atmosphären zurück. Also wenn ich die Situation verändere, beziehungsweise wenn ich den Kontext verändere oder die Bedeutung auch der Situation verändere, dann ändert sich auch, kann ich damit die Atmosphäre verändern. Und das kann jetzt einfach passieren, weil du eine solche Information bekommst. Man kann aber auch natürlich ganz bewusst dann den Kontext verändern und damit auch die Atmosphäre verändern. Und ja, eine wunderbare Illustration dessen, dass es eben nicht nur auf die Akteure ankommt oder auf die Begegnungen, sondern eben ganz wesentlich auch auf Kontexte. Und jeder einzelne Faktor übrigens, den ich hier habe, kann etwas verändern. Auch eine bestimmte Aktion kann etwas sehr verändern. Denken wir nur daran, wenn wir jetzt irgendwo draußen stehen und es ist extrem kalt und wir frieren und stellen uns beim Lift an und eigentlich drängeln alle herum und jemand bietet uns aus einer Thermosflasche einen Schluck, also
Tee an. Nicht? Ja, das kann diese Atmosphäre völlig verändern. In der Situation plötzlich ist durchaus angenehm. Nicht? Dort so schön vorher sind alle aggressiv und gespannt und ähnlich. Und es ist nicht die Alkoholwirkung, nur, sondern es ist einfach der Umstand, dass der etwas anbietet und hier einfach eine andere Aktion ersetzt als die üblicherweise erwartete Aktion. Wie kann man wirklich schlechte Atmosphären überwinden? Kürzlich war ich in Marienkron und bei einem Vortrag über Achtsamkeit von einer klinischen Psychologin habe ich über das Buch Das resiliente Gehirn von Rick Hansen gehört. Ist das ein Kochrezept, um sich zu wehren? Ja, es sind jetzt zweimal hintereinander ist das Gehirn vorgekommen. Einmal als dann das, was das Gehirn weiß, glaube ich, oder so, und einmal jetzt das resilientes Gehirn. Das Hirn weiß nichts und es ist auch nicht resilient. Ja? Ohne Hirn kann man nicht resilient sein und ohne Hirn kann man auch nichts wissen, aber das heißt nicht, dass das Hirn etwas weiß. Das sieht er nicht und kann er nicht denken übrigens. Ja, das heißt, ich wüsste auch gar nicht, wo es denkt. Aber ohne Hirn kann man nicht denken, das wissen wir mit großer Wahrscheinlichkeit. Was es wirklich ist, das Denken, ist für mich ein Mysterium. Das würde ich jetzt so einfach bestehen lassen. Ich möchte auch jetzt nicht eine Interpretation, die natürlich am Anfang der Romantik im Idealismus sehr weit verbreitet gewesen ist, sagen, da gibt es noch irgendwas anderes. Aber eines ist jedenfalls klar, das Hirn selber kann es nicht. Aber ohne Hirn geht es auch nicht. Das heißt, Resilienz ist etwas, was wir erlernen können und auch zum Teil allerdings auch mitbekommen. Wir wissen eigentlich nicht ganz genau, was wirklich wie Resilienz zustande kommt. Wir wissen, dass es Kinder gibt, das war ja auch der ursprüngliche Ausgangspunkt des ganzen Resilienzkonzeptes, dass man in Haiti gesehen hat, dass Kinder aus Armenvierteln sehr gut mit den Situationen umgehen können und andere völlig scheitern und also welche resilienter waren als die anderen. Aber was wirklich Resilienz ist, das mag schon auch mit der Genetik etwas zu tun haben, hat aber natürlich auch sehr viel damit zu tun, welche Möglichkeiten wir haben, hier auch Strategien zu entwickeln und auch erfolgreich einzusetzen und dann auch zu üben und dann irgendwann einmal so gut zu können, dass wir halt auch mit ganz komplexen Situationen gut umgehen können. Wir wissen, dass wir mit Belastungssituationen, zum Beispiel auch in meinem Fachbereich, wo es Menschen sehr schlecht geht, wo es um Suizidalität geht, wo es wirklich um massivste Krisensituationen geht, kann man auch selber resilienter werden. Und jeder weiß, wenn man begonnen hat in diesem Fachgebiet, ist es unglaublich schwer und man ist extrem hin und her geworfen von all dem, was auf einen zukommt. Mit der Zeit kann man einfach hier viel besser damit umgehen. Also Resilienz ist etwas, ist eine Fertigkeit, die der Mensch hier entwickelt. Allerdings spielen auch da offensichtlich Atmosphären eine sehr, sehr große Rolle. Wenn ich dauernd in einer Situation der Bedrohung mich befinde, wo ich überhaupt nie etwas Positives erleben kann, dann werde ich einfach ganz anders hier darauf reagieren, auf wieder solche Situationen, als wenn ich erlebt habe, dass man zum Beispiel eine Krise als eine Chance sehen kann. Und mehr ist es ja nicht. Also, dass es wirklich schon etwas Gutes ist, ist die Frage. Aber wir können, denke ich, durchaus in bestimmten Atmosphären uns besser entwickeln. Zur ersten Frage, die Sie gestellt haben, wie kann man eine schlechte Atmosphäre zu einer guten machen? Das ist nicht ganz so einfach, aber es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl, aber ich kann Ihnen eine Situation sagen, ich war bei einer Fernsehdiskussion und auf einmal sind alle aggressiv worden und miteinander. Ja, und dann sind aufeinander losgegangen. Das war, glaube ich, bei RTL, wenn ich mich richtig erinnere jedenfalls. Habe ich dann irgendwann mich zu Wort gemeldet und gesagt, als Psychiater muss ich jetzt eingreifen, weil jetzt geht es allen so schlecht. Da bin ich auf den Plan gerufen. Da waren alle einmal sehr verwundert, nicht, was der da sagt. Und sage, aber wenn wir jetzt alle lächeln, dann wird das alles besser. Und alle haben sich besser reingeschaut und dann habe ich gelächelt. Und dann haben die Ersten zurückgelegt. Dann habe ich noch dazu gesagt, ja, auch wenn sie jetzt gar nicht lächeln wollen, aber irgendwie ist es so ansteckend, es wird passieren. Und irgendwann haben alle gelächelt und dann war die Situation wirklich bereinigt. Das geht nicht immer so einfach, ja, aber man kann es schon machen. Ja.
Wenn natürlich das massiv aggressiv ist, jetzt wirklich, dann kann es auch dann die Aggression auf sich selbst bezogen sein. Aber im Prinzip kann man sehr wohl sehr, sehr viel mehr verändern an Atmosphären, als wir das glauben. Und Lächeln ist einer der entscheidendsten Waffen, die wir einfach haben. Wenn es nicht ein herablassendes oder abschätziges Lächeln ist. Also beim Lächeln muss man wirklich sehr vorsichtig sein. Da muss man wirklich mit beiden Bereichen lächeln. Das anders geht es nicht. Ja. Ganz kurz keine Frage, sondern eine Beobachtung, weil mir aufgefallen ist am Anfang, wie du die Atmosphäre etymologisch auch hergeleitet hast. Plötzlich ist mir die Nähe zur Blase klar geworden. Die Atmosphäre, also ein Ball, ein Zirkel aus Luft, aus Dampf, ist eigentlich ähnlich wie die Blase. Und da ist mir der Gedanke gekommen, dass diese Existenz in Blasen, die wir heute so oft erleben, vielleicht ein Versuch ist, die Kontrolle über die Atmosphäre zu behalten. Also das zu bestimmen, was mich umgibt, damit ich nicht unangenehmen Gefühlen ausgesetzt bin, die in einer unkontrollierten Atmosphäre halt jederzeit auf mich eindringen können. Ja, ja. Also, wie du weißt, fällt mir das relativ leicht, dass ich ohne Sloterdijk antworte. Also ich finde das einen ganz spannenden Gedankengang und den ich gerne weiterverfolge. Was ich jetzt schon dazu sagen kann, ist, dass diese Blasen in der Tat oder auch diese Blasenzugehörigkeit oder beziehungsweise dieses auch nicht verlassen wollen der Blase, denn darum geht es ja eigentlich. Die meisten fühlen sich ja in dieser Blase durchaus wohl. Natürlich etwas mit der Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses zu tun hat. Und dieses Sicherheitsbedürfnis, zumindest seit Maslow wissen wir, ist ein ganz, ganz basales Bedürfnis. Also Essen, Trinken und dann kommt schon Sicherheit, möglicherweise noch Sexualität dazwischen. Aber im Prinzip ist es also ein ganz, ganz basales Bedürfnis des Menschen, das befriedigt werden muss, weil wir ja alle erleben, dauernd in einer unsicheren Welt zu leben. Und in einer Welt, wo viele Sicherheiten, die vorgegeben gewesen sind, durch Kirche, durch Gott etc., wo das abhanden gekommen ist oder vielen Menschen abhanden gekommen ist, ist dieses Unsicherheitsgefühl natürlich noch viel größer und man rettet sich dann eben in solche Blasen. Also das spielt sicher eine große Rolle, aber dass das auch dann eigene Atmosphären erzeugt, des Heimlichen, nicht? Also nicht des Unheimlichen, sondern des Heimlichen und des Vertrauten und des Gewohnten. Spannender Gedanke, ja, vielen Dank dafür. Das nehmen wir sicher in unsere Arbeiten mit auf. Vielen Dank. Das Wort, ja, da. Danke. Atmosphären beeinflussen ja Menschen. Und da liegt es ja ein bisschen nahe, dass Atmosphären zu benutzen, um Menschen zu manipulieren, zu beeinflussen an und für sich. Kann ich mir vorstellen, das passiert wahrscheinlich in Marketing und Werbung und Ähnliches, was hier passiert. Gibt es spezielle Bereiche, wo Atmosphären geschaffen werden aus Ihrer Erfahrung, wo man das einsetzt? Das wäre die erste Frage. Und die zweite Frage wäre von mir, merkt man als Mensch, dass eine Atmosphäre künstlich geschaffen worden ist, um ihn reinzulegen sozusagen? Merkt man, dass es authentisch ist, die Atmosphäre, oder lässt man sich beeinflussen und kommt erst später darauf, hoppla, das Ganze war eigentlich Atmosphäre, die für mich maßgeschneidert worden ist, damit ich etwas tue, damit ich beeinflusst werde? Also Zweiteres ist sehr schwer festzustellen und in der Tat kann man relativ leicht über Atmosphären beeinflusst werden, ohne dass man selbst merkt, weil ja eben der Großteil der Atmosphären, die wir erleben, nicht bewusst erlebt werden, sondern wir sie einfach nur spüren beziehungsweise sie uns überhaupt nur treiben in unserem Handeln und insofern ist das Gefahrenmoment einfach groß. Dass man natürlich Atmosphären zur Manipulation einsetzen kann, ohne Zweifel, gar keine Frage. Zwei Beispiele, die so unmittelbar mir einfallen und die, denke ich, es auch direkt illustrieren.
Das ist die Atmosphäre in Kaufhäusern, die hier geschaffen wird, um einfach mehr zu kaufen. Ich persönlich habe es nie verstanden, weil also für mich sind das Atmosphären, die furchtbar sind und ich schon gar nicht einkaufe. Ich gehe so und so nicht gerne einkaufen, außer Bücher. Bücher, ja, da bin ich sogar durchaus gefährdet, zu viel einzukaufen, aber sonst nicht. Aber offensichtlich gibt es hier Psychologen im Hintergrund, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass diese eigenartige Musik und auch diese eigenartigen Gerüche da in Kaufhäusern sind, die offensichtlich viele Menschen zum Kaufen animieren in irgendeiner Form. Und das Zweite ist natürlich ganz dramatisch, dass Hitler-Regime, das natürlich Atmosphären unglaublich verwendet hat, nicht im Film, natürlich auch im Film, aber auch bei Veranstaltungen, diesen Massenveranstaltungen, die letztlich davon gelebt haben, von bestimmten Atmosphären, die dann so hoch geschaukelt worden sind, dass Leute in der Tat wirklich sich nicht fürs Brot, sondern für den Krieg entschieden haben. Nicht? Und das muss man erst einmal zusammenbringen. Also das ist nicht, dass ich da etwas verherrlichen möchte, ganz und gar nicht, aber daran sieht man, was man alles hier mit Manipulation in einer Atmosphäre letztlich schaffen kann. Auch dieses Blasengefühl, ne? Da gehöre ich dazu, ich bin einer da von den ganz Starken, ne? Was ja durchaus, sagen wir mal, nicht nur auf diese Zeit beschränkt geblieben ist, muss man ja leider heute dazu sagen. Das wäre der schlechteste Schluss jetzt. Es wäre schön. Wir brauchen irgendetwas Positives zum Schluss, und so können wir nicht hinausgehen. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ich glaube, dass viele Atmosphären auch ein Klischee sind. Für mich ist immer dieses Klischee im Herbst, wenn es finster ist, wenn es draußen kalt ist, dann ist man automatisch, alle sagen, jetzt bin ich depressiv. Warum? Ich kann es ja auch umdrehen und aus dem sozusagen etwas Positives machen. Ich bin zu Hause, ich ziehe mich zurück, in eine angenehme Atmosphäre. Es ist für mich ein sehr, sehr negatives Klischee einer Atmosphäre, dass wir uns irgendwie angeeignet haben. Im Herbst haben wir alle die Depression. Warum? Wir schon gar nicht, weil es uns ja extrem gut geht und wir aus diesem negativen Klischee etwas sehr, sehr Positives machen können. Es kuschelig machen können, einmal in eine andere Situation zu kommen, anders nachzudenken als wie im Sommer, wo wir viel offener sind, und mal in uns gehen. Vielleicht ist das jetzt ein positiver Abschluss gewesen. Nicht nur vielleicht, wunderbar. Wunderbar, vielen, vielen lieben Dank. Denn Sie haben etwas hereingebracht, das denke ich, gar nicht oft genug betont werden kann. Die Welt ist einfach nicht so, wie sie ist, sondern sie ist so, wie wir sie schaffen. Und natürlich ist weniger Licht, aber wir können natürlich in einer solchen Situation durchaus auch etwas Positives herausnehmen. Und Sie haben ein wunderbares Beispiel gegeben, wie man auch den Herbst sehr, sehr schön verbringen kann und vielleicht auch so verbringen kann, wie man andere Jahreszeiten gar nicht in dem Maße verbringen kann. Und dazu sind wir letztlich fähig, dazu sind wir aber auch aufgerufen. Und dazu braucht es aber auch, dass ich eine Atmosphäre zu Hause schaffe, die für mich eine heimelige ist. Nicht? Wenn ich mich zu Hause einfach nicht wohlfühle, das beginnt bei der Einrichtung, das beginnt bei all den Erinnerungen, die ich vielleicht hier verbinde mit anderen Menschen, die es nicht mehr gibt oder die es leider nicht mehr gibt oder Gott sei Dank nicht mehr gibt, wie auch immer wir sehen wollen. All das spielt natürlich eine große Rolle und da haben wir die Möglichkeit zu gestalten und das ist es auch, warum ich gerne heute über diese Atmosphären gesprochen habe, denn wir können da unglaublich viel bewegen. Und nämlich wirklich auch eine Außenkonstellation, die per se ja vielleicht wirklich nicht so die optimale nur ist, zu einer wunderbaren machen. Und Sie haben das großartig hier dargestellt. Und ich glaube, da es keine anderen Wortmeldungen mehr gibt, mit dem können wir auch nach Hause gehen. Wir kommen ja jetzt in eine Zeit, in die Weihnachtszeit, die für viele eine sehr schöne Zeit ist, die aber auch für sehr viele Menschen eine sehr belastende Zeit ist, weil sie eine druckvolle Zeit ist, weil einem Probleme vor Augen geführt werden, die man so das ganze Jahr quasi unter den Teppich kehrt, wo es Beziehungsprobleme gibt, die aufbrechen etc. Aber wir haben alle diese Möglichkeit, einfach auch bei einem Fest eine schöne Atmosphäre daraus zu machen. Und nochmals, es liegt an uns,
wie die Welt ist und nicht so, wie die Welt ist. Nochmals vielen lieben Dank an Sie, vielen lieben Dank an Sie, dass Sie heute gekommen sind. Und mir bleibt jetzt nur mehr zu sagen, ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, ein schönes und gutes neues Jahr. Und im kommenden Jahr haben wir schon die ersten 3 Termine zumindest festgelegt. Die sollten Sie auch hier schon mit auf Ihrem Programm mit dabei haben. Die Themen haben wir noch nicht festgelegt, aber die werden wir rasch nachliefern. Vielen lieben Dank und wir können uns jetzt draußen auf die Straße.